Ja, hallo und herzlich willkommen zum How to Draw Manga Tutorial. Heute machen wir dann mit dem Arm weiter. Ja, bevor wir aber anfangen, möchte ich noch betonen, dass es meine Art und Weise ist, Arme zu zeichnen und die nicht unbedingt realistisch sein müssen. Ja, ich finde, es ist am besten, wenn man mit dem ausgestreckten Arm von oben anfängt, weil das meiner Meinung nach am einfachsten ist. Im Grunde stelle ich mir den Arm erstmal als einfache geometrische Körper vor. Die Gelenke zeichne ich mit einer Kugel und die Körperteile dann mit Zylindern. Ja, die Kugel hier soll die Schulter sein und dieser Zylinder der Oberarm. Und ja, den Zylinder zeichne ich meist so ein bisschen aufgebläht, so dass er schon den menschlichen Körper ähnelt. Der Unterarm bei mir wird zum Handgelenk viel dünner. Falls ihr nicht wisst, wie das Verhältnis von Oberarm und Unterarm sein sollte, gibt es eine Regel. Man kann sich merken, dass der Oberarm mit der Schulter ungefähr so lang wie der Unterarm ist. Zur Verdeutlichung kann ich ja mal eben Hisslinien einzeichnen. Ja, nachdem wir mit der Skizze nun die Dicke und die Länge des Arms ungefähr festgelegt haben, können wir jetzt langsam Details hinzufügen und den Arm auch richtig ausarbeiten. Je nachdem, wie die Person gebaut ist, kann man zum Beispiel Muskeln einzeichnen. Ja, der Bizeps ist meistens ein bisschen rundlicher als der Trizeps. Ja, das ist der Bizeps. Zum Ellbogen hin wird der Arm so ein bisschen dünner. Und man kann den Ellbogen auch, den Ellbogenknochen einzeichnen. Der Oberarm ist ungefähr in der Mitte am dicksten und der Unterarm so relativ in der Nähe des Ellbogensbereichs. Okay, der Bizeps ist jetzt ein bisschen für meinen Geschmack zu rundlich. Ich werde das jetzt ein bisschen nicht ganz so stark machen. Ungefähr so. Inzwischen habe ich auch schon ein bisschen die Finger skizziert, aber keine Sorge, im nächsten Teil werden die Hände an der Reihe dran sein und da werde ich euch das dann genauer erklären und so weiter. Jetzt ist es noch wichtig, sich klar zu machen, wie sich die Gelenke bewegen können. Der Ellbogen, der kann sich einmal ausstrecken und zusammenziehen. Ich versuche das hier mal mit diesen grünen Pfeilen darzustellen. Zudem kann er sich noch mit Einschränkungen um die eigene Achse drehen. Dabei müssten das ungefähr nur so 90 Grad sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, als nächstes kommen wir dann zu den Handgelenken. Erstaunlicherweise können sie sich nur in zwei Richtungen bewegen. Sprich nach zur Seite, links und rechts und oben nach unten. Um die eigene Achse kann sich die Hand nicht drehen, dazu muss man den Unterarm drehen. Okay, für den einen oder anderen ist das vielleicht logisch, aber so trivial ist das nicht und deshalb erwähne ich das mal lieber noch. Okay, kommen wir dann zu der Schulter. Die kann sich eigentlich am meisten bewegen. Also die kann nach oben, nach unten, nach links und rechts. Aus der Perspektive der Figur natürlich gesehen. Und das habe ich jetzt vergessen mit einzuzeichnen, kann sich der Oberarm mit der Schulter auch wie der Unterarm beschränkt um die eigene Achse drehen. Nun kommen wir zu der Front an sich, das aber in Zeitraffer, weil das im Prinzip das gleiche ist wie von oben. Der Hauptunterschied ist natürlich, wie die Hand jetzt angebracht ist, aber das ist ja nicht wirklich das Thema dieses Tutorials. Ja, außerdem sehen zum Beispiel auch die Muskeln von vorne ein bisschen anders aus. Ja, aber was viel wichtiger ist, ist der
Ansatz zum Oberkörper. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, sind, dass die Schultermuskeln so ein bisschen in die Brustmuskeln überlaufen. Was mir besonders aufgefallen ist, sind, dass die Muskeln des Unterarms, wenn die Handfläche nach unten zeigt, gedreht ist, so wie ich das hier ungefähr so zeichne. Ja, zuletzt kommen wir dann zu dem angewinkelten Arm. Dabei ist zu beachten, je nachdem aus welcher Perspektive man schaut, dass ein Teil des Unterarms oder des Oberarms verdeckt wird. Ja, und was auch sehr wichtig ist, wenn sich der Arm zusammenzieht, dann kommt der Knochen des Ellbogens zum Vorschein. Zeichnet den nicht zu spitz, aber auch nicht zu rund. Und wenn der Ellbogen eingeknickt ist, dann erscheint er auch viel dicker, als wenn er ausgestreckt ist. Zum Schluss kann ich euch einfach nur empfehlen, fleißig zu üben. Schaut euch Referenzen an, zeichnet sie ab und studiert sie auch. Ja, das war's dann auch wieder schon von mir. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr wie immer gerne schreiben. Ja, über Kommentare und Feedback würde ich mich freuen. Und ja, viel Erfolg beim Üben und Studieren und bis zum nächsten Tutorial.